Ich bin froh, dass wir so gut in die Champions League gestartet sind. Es war nicht leicht, gerade in der Anfangsphase war es ein schwieriges Spiel. Aber nach dem ersten Tor bekamen wir weitere Möglichkeiten. Rostov war dann in der Defensive offener. Wir hatten dann die Chancen für weitere Tore. Es war ein Spiel, in dem wir wussten, dass wir den Ball kontrollieren müssen und dann unsere Chancen bekommen. Es war trotzdem keine leichte Aufgabe. Wir haben unser Bestes getan und haben dann die Tore erzielt. Es ist sehr oft für uns dasselbe Spiel, dass viele Mannschaften tief stehen, es mit einer Fünferkette probieren und so war es heute auch. Wir haben sie bespielt, am Anfang hat es noch nicht so gut geklappt. Die ersten 15, 20 Minuten haben wir einfach den Ball zu langsam laufen lassen. Und danach war es dann besser. Joshua hat sehr gut gespielt. Er ist in einer guten körperlichen Verfassung. Wirklich sehr gut. Er hat keine Probleme damit, als Mittelfeldspieler aufzulaufen oder auf irgendeiner anderen Position zum Einsatz zu kommen. Er ist sehr, sehr fokussiert und er macht seine Arbeit herausragend. Ich freue mich sehr für ihn und natürlich auch für die Mannschaft. Of course. Da haben mich meine Kumpel schon auch immer geärgert, dass ich nicht gerade der Kühlste vor der Hütte bin. In der Jugend war ich nicht so der Knipser. Joshua ist ein junger Spieler mit einem großen Spielverständnis. Das zeigt er auch jeden Tag in unserem Training. Er spielt intelligent, er schießt Tore. Er zeigt, dass er ein guter Spieler ist.